Programmschluss die Tagesschau. Mehr als 6 Millionen Bundesbürger sind an diesem Wochenende in 3 Bundesländern zu Wahlen aufgerufen. In Berlin wird über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses, im Saarland über die des Landtages und in Hessen über die der Kommunalparlamente entschieden. Da diese Wahlen fast genau zur Halbzeit der Legislaturperiode in Bonn stattfinden, werden sie vielfach als Stimmungstest für die Regierung Kohl angesehen. In Berlin regiert Bürgermeister Diepgen mit einer CDU-FDP-Koalition. Der Fortbestand seines Senats dürfte davon abhängen, ob die FDP über die 5%-Hürde kommt. Sein Gegenkandidat ist der sozialdemokratische Bewerber Apel, der zu verstehen gegeben hat, dass er nicht mit der alternativen Liste gemeinsam regieren würde, wenn beide zusammen die Mehrheit der Stimmen bekämen. Auch im Saarland regiert eine CDU-FDP-Koalition unter Ministerpräsident Zeyer. Auch Zeyers politisches Schicksal dürfte von der Frage abhängen, ob die FDP wieder an das Parlament von Saarbrücken kommt. Die Sozialdemokraten unter Lafontaine waren schon aus den vergangenen Wahlen als stärkste Partei hervorgegangen. Auch im Saarland will sich die SPD nicht auf die Grünen stützen. Bei den Kommunalwahlen in Hessen, wo insgesamt mehr als 13.000 Mandate zu vergeben sind, steht vor allem das Ergebnis der Stadtratswahlen von Frankfurt im Mittelpunkt des Interesses. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Oberbürgermeister Wallmann, CDU, seine Mehrheit verliert. Es wird jedoch mit Spannung erwartet, ob es dem früheren Bundesminister Hauff gelingt, die Sozialdemokraten aus dem Tief der Wahlen der vergangenen Jahre herauszuführen. Von den 5 kreisfreien Städten Hessens werden 3 von der CDU und 2 von den Sozialdemokraten regiert. In der Auseinandersetzung um die Einführung schadstoffarmer Autos hat Bundesinnenminister Zimmermann in der Welt am Sonntag angekündigt, er werde sich um eine sofortige Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 Kilometern in der Stunde auf den Autobahnen bemühen, wenn die Automobilindustrie ihn bei einem Alleingang der Bundesrepublik zur Einführung von Katalysatorautos im Stich lasse. Sprecher der Autoindustrie haben den Nachdruck kritisiert, mit dem Bonn auf dem Katalysator innerhalb der EG bestehe. Das mache den anderen Regierungen das Nachgeben zu schwer. Der Anschlag auf den britischen Luftmarschall Sir Patrick Hyne ist nach Erkenntnissen der Polizei wahrscheinlich kein gezieltes Attentat gewesen. Zum Zeitpunkt des Anschlages auf der Autobahn bei Mönchengladbach konnte niemand wissen, dass sich der britische Luftmarschall dort befand. Die Schüsse, die aus einem roten BMW auf den Wagen Hyne abgegeben wurden, seien vermutlich die Tat eines verwirrten Geistes. Jetzt noch einige Kurzmeldungen aus dem Ausland. Mit unverminderter Heftigkeit setzen die Gegner im Golfkrieg Iran und Irak ihre Kampfhandlungen fort. Beide Seiten melden Erfolge beim Angriff auf Städte. Am schwersten getroffen wurde nach vorliegenden Meldungen die iranische Stadt Khorramabad, wo 120 Zivilisten getötet worden sein sollen. Israel hat jede Verantwortung für den Bombenanschlag in Südbeirut zurückgewiesen, bei dem nach jüngsten Meldungen 75 Menschen getötet wurden. Von muslimischen Kreisen in Libanon wurden unmittelbar nach dem Anschlag die Israelis und auch die USA verantwortlich gemacht. Inzwischen sind Teile der 6. US-Flotte auf dem Weg in libanesische Gewässer, um notfalls Amerikaner aus Libanon aufzunehmen. Der konservative Staatspräsident Griechenlands, Karamanlis, hat erklärt, dass er für eine zweite Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung steht. Kurz zuvor hatten die griechischen Sozialisten, die die Regierung in Athen stellen, überraschend beschlossen, bei den Präsidentenwahlen im Parlament am kommenden Freitag nicht mehr für Karamanlis zu stimmen. Bisher hatte sich Ministerpräsident Papandreou immer für die Unterstützung von Karamanlis ausgesprochen. Und nun die Lottozahlen. 1, 5, 13, 30, 41, 46. Zusatzzahl ist 49. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4, 9, 6, 4, 1, 3, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 10. März. Im Norden stark bewölkt und vereinzelt etwas Regen. In den übrigen Gebieten nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder wolkig mit Aufheiterungen und trocken. In der zweiten Tageshälfte auch hier Aufzug starker Bewölkung und nachfolgend Regen. Tiefsttemperaturen um 2 Grad, örtlich geringer Frost. Tageshöchstwerte plus 4 bis 8 Grad. Schwacher, im Tagesverlauf auffrischender Wind um Südwest.
Das waren die letzten Meldungen. Die Tagesschau meldet sich wieder mit neuesten Nachrichten am Sonntag um 12.45 Uhr innerhalb des Wochenspiegels. Damit ist nun das Programm des ersten deutschen Fernsehens beendet. 1.05 Uhr ist es geworden, 5 Minuten nach 1. Hinweise auf die Sendungen von Sonntag, dem 10. März, geben wir Ihnen auf den letzten Schrifttafeln. Und damit wünschen wir Ihnen eine gute Nacht und sagen Ihnen auf Wiedersehen.